Symptomenbekämpfung macht weder für dich als Mensch noch für das Tier Sinn, wenn du wirklich echte ganzheitliche Gesundheit erreichen möchtest. Mein Name ist Kaira Arganjuli, ich bin Tierärztin, Tierhomöopathin und Gründerin der homöopathischen Tierarztpraxis Vethomöopathie. Und warum das so ist, dass Symptombekämpfung keinen Sinn macht, das erkläre ich dir in diesem Video. Was sind Symptome denn wirklich? Was heißt das eigentlich? Was ist ein Symptom? Weil wir sprechen ja ganz häufig von Symptomen und Krankheiten, aber ich glaube, da ist manchmal ganz ein großes Missverständnis, weil ein Symptom ist in der schulmedizinischen Sprache oder was wir als Tierhalter manchmal so verstehen, ist ganz häufig die Krankheit. Also wir sprechen von Asthma oder wir sprechen von Krebs. Oder wir sprechen von Blasensteinen. Oder wir sprechen von Hepatitis, also einer Leberentzündung. Und das ist dann wie die Krankheit. Also wir sagen, ich habe Krebs oder ich habe Asthma, ich habe Hepatitis. Und mein Tier ist ein Allergiker. Er hat Allergie. Also er hat diese Krankheit. Er hat sie bekommen, irgendwoher, so wie das vom Himmel fallen würde, diese Krankheit, so böses Omen, Karma, was auch immer. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass du verstehst, dass das, was wir in der Schulmedizin als Symptom, also als Krankheit beschreiben, ganz eigentlich nur das Symptom ist. Was ist Asthma? Asthma ist ein Krampf der Bronchien. Das bedeutet, wir können nicht mehr richtig atmen, weil sich die Bronchien zusammenziehen. Was ist Hepatitis? Hepatitis ist nichts anderes als eine Entzündung der Leber zum Beispiel. Oder eine Niereninsuffizienz bedeutet, die Niere arbeitet nicht mehr richtig. Sie hat eine Störung, das Organ ist geschwächt oder kann einfach seine grundsätzliche Arbeit, die es leisten sollte, diese Entgiftung, diese Wasserretention, dass das Wasser wieder zurückgezogen wird in den Körper und so weiter, kann es nicht mehr richtig ausführen. Was ist Krebs? Krebs bedeutet, irgendwo gibt es ein Wachstum von Zellen, die eigentlich absterben müssten, die müssten in diese Apoptose gehen, also Zellen, die eigentlich vom Körper als schlecht erkannt werden müssten, werden nicht mehr abgetötet und teilen sich weiter. Krebs ist etwas, der Körper reguliert sich nicht mehr richtig. Aber ich habe Krebs nicht bekommen. Ich habe nicht Asthma bekommen. Es ist etwas, was mein Körper macht. Und gegen außen, für uns, sehen wir das als Symptom. Er kann nicht mehr richtig atmen. Er muss husten bei Asthma. Oder Krebs, es ist die Funktion von gewissen Organen eingeschränkt, weil Platz gebraucht wird vom Tumor etc. Oder eine Niereninsuffizienz, diese Niere, die arbeitet nicht mehr richtig, ich trockne aus, ich entgifte nicht mehr richtig etc. Also Hepatitis, die Leber als Entgiftungsorgan kann nicht mehr richtig funktionieren. Es tut weh, sie schwillt an, vielleicht ist die Verdauung gestört, etc. Das sind Symptome, die wir dann sehen. Das ist die Krankheit ist nicht das Symptom. Und was wir in der Schulmedizin machen, wir behandeln diese Symptome. Also wir schauen, okay, er kann nicht mehr richtig atmen, dann machen wir diese Bronchien auf. Ganz häufig ist das ja eine Entzündungsthematik. Also auch Hepatitis ist eine Entzündung, eine Niereninsuffizienz. Ganz häufig geht da auch eine Entzündung voran und dann, bis dann das Organ wirklich so geschwächt ist. Also wir gehen ganz häufig in der Schulmedizin gegen die Entzündung an. Und die Entzündung, was ist eine Entzündung? Eine Entzündung ist eigentlich das Immunsystem, das überreagiert oder gegen etwas ankämpft, was eigentlich gar nicht gegen das man gar nicht ankämpfen sollte, weil das vielleicht sogar der eigene Körper ist. Bei Krebs ist ein bisschen verschieden, nur kurz, Krebs ist ein Riesenbegriff und das ist wie Bauchschmerzen. Bauchschmerzen kann 1000 verschiedene Gründe haben, es muss gar nicht unbedingt den Darm betreffen. Krebs ist ein Riesenüberbegriff, da gibt es ganz, ganz viele Krankheiten, die darunter gehen. Aber sagen wir,
dass wirklich ein Zellteilungswachstum da ist. Zellen, die sich teilen, die nicht, eigentlich nicht mehr ganz gesund sind und die aber nicht gestoppt werden vom Körper. Also ist da das Gegenteil. Nicht die Überreaktion, sondern quasi die Unterreaktion des Körpers, dass der Körper dort nicht mehr richtig funktioniert und sagt, stopp, ihr gehört hier nicht hin, ihr müsst sterben, ihr falschen Zellen, die falsch gepolt sind etc. Weil das macht der Körper eigentlich ja immer, nur irgendwann bei gewissen in gewissen Situationen sieht er es halt nicht mehr oder hat die Kraft nicht mehr oder hat die Information nicht mehr und dann können sich diese Zellen eben teilen. Also es ist ja immer ein Grund dahinter. Es ist etwas, was der Körper nicht mehr macht oder zu viel macht und dadurch entsteht eben diese Symptomatik. Wir haben jetzt also einen Körper, der eigentlich nicht mehr richtig reagiert und sagen dann aber dazu, hey, wir haben das bekommen. Also mein Tier hat Asthma bekommen. Aber wir bekommen nichts. Es ist der Körper, der das macht. Der Körper, der diese Symptome produziert. Und da ist ein großes Missverständnis. In der Schulmedizin beginnen wir dann eben diese Symptome zu behandeln. Wir geben etwas, was die Entzündung hemmt, was Schmerzen nimmt, was Blutdruck erhöht oder erniedrigt etc. Es gibt viele verschiedene Medikamente. Aber was wir tun ist, wir behandeln eigentlich nur den Schwanz und nicht den Kopf des Problems. Also wir beginnen quasi von hinten. Und es führt ganz häufig nicht zum Ziel. Weil es gibt zwei oder drei Dinge, die wir damit machen. Das erste ist, wir überdecken die echten Symptome, die Sprache des Körpers. Weil die Symptome sind eigentlich die Sprache des Körpers. Und ich bin sicher, du verstehst das, wenn ich dir das so erkläre. Wie soll der Körper mit uns sprechen, wenn nicht mit Symptomen? Es ist also die Sprache des Körpers, dass der Körper uns Dinge erzählt wie, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich muss jetzt gegen mich selbst arbeiten. Ich reagiere auf Pollen, die eigentlich schon immer da waren, aber jetzt plötzlich bekomme ich dieses Asthma, also dieses Bronchialspasmus, aber vorher war das nie ein Problem. Aber also stimmt doch irgendwas mit mir nicht und ich zeige dir das damit, hey, es stimmt was nicht. Und was wir machen mit der Schulmedizin, wir überdecken diese Symptome. Und damit haben wir eine Information weniger. Das ist Nummer eins. Das ist ein großes Problem. Weil wenn wir alle diese Symptome einfach mal wegmachen und dann meinen, es ist alles wieder gut, aber eigentlich ist überhaupt nichts gut, aber wir sehen es halt nicht mehr, das ist gefährlich. Deswegen sprechen wir manchmal auch von Symptomenunterdrückung, weil da einfach irgendwas weggemacht wird, was eigentlich die Sprache des Körpers, wie wenn du nicht mehr sprechen dürftest. Du hast zwar die Schmerzen immer noch, oder in dir ist diese Emotion immer noch, du bist traurig, aber du darfst nicht mehr weinen oder nicht mehr sprechen. Passiert übrigens auch so bei uns Menschen. Also nicht mehr sprechen, nicht mehr weinen dürfen, keine Emotionen zeigen dürfen, das ist ganz häufig auch Ursache für Krankheit. Ja, das Zweite ist, wenn dieser Körper doch diese Sprache hat, und das habe ich jetzt gerade gesagt im vorherigen Satz, wenn dieser Körper doch diese Sprache hat, um sich auszudrücken, und wir nehmen ihm diese Sprache weg, also wir verbieten ihm den Mund, muss er es ja irgendwie anders machen. Also was passiert? Er zeigt es auf eine andere Art und Weise. Die Krankheit kann also weitergehen. Sie nimmt einen weiteren Verlauf, sie macht einen weiteren Schritt und ganz häufig heißt das, sie geht tiefer in den Körper. Also es wird schlimmer, weil er ja nicht mehr sprechen darf. Man verbietet dem Körper den Mund, also muss er ja das irgendwie anders machen, dann geht er halt gegen innen. Und das ist die Reise einer Krankheit. Die Reise, die die Krankheit nehmen kann, wenn wir dem Körper verbieten, das zu zeigen, was gerade nicht stimmig ist. Und dann verlagern wir ganz häufig Symptome der Oberfläche in die Tiefe. Und ganz häufig ist eben das, was wir dann in der Praxis sehen, dass ein Tier zu uns kommt, wenn es schon viele Stationen gehabt hat. Deswegen schauen wir immer die Krankengeschichte eines Tieres an, schon Jahre zurück. Weil wir sehen in diesen Jahren zurück, okay, da war mal eine Lungenentzündung oder vielleicht war da mal
ein Schockerlebnis. Danach kam dieses Reverse Sneezing oder so. Oder es kam ein Zwingerhusten zum Beispiel, ein akutes Erlebnis. Das war ein junger Hund, der war im Tierferienheim, Stress und so, da war Husten. Dann hieß es Zwingerhusten, dann hat man ihn behandelt mit Antibiotika und Entzündungshemmer und seitdem wurde er nie mehr richtig gesund. Dann hat er vielleicht noch eine Lungenentzündung und danach kam dann irgendwann das Asthma. Ja, das ist die Reise einer Krankheit. Deswegen schauen wir immer weit zurück, weil wir sehen, wenn wir das verstehen, wenn du das verstehst, wie der Körper spricht, dann verstehst du auch, dass er vielleicht vor 5 Jahren eben schon gesagt hat, hallo, da stimmt was nicht. Und wir haben es nicht gesehen und haben einfach nur die Symptome weggemacht. Wir haben ihm den Mund verboten und er hat gesagt, ja gut, dann muss ich es irgendwie anders machen. Und dann ging das so schrittweise tiefer in den Körper rein und die Krankheit hat sich auf tiefere Ebenen verlagert und tiefere Ebenen sind dann eben auch die Organebenen. Also vielleicht der Juckreiz, der mal kam, weil ein Tier überfordert war, vielleicht Stressreaktion oder wirklich irgendwie psychisch belastet wurde, hat einen Juckreiz gezeigt. Was hat man gemacht? Man hat den Juckreiz weggenommen, aber den Stress nicht reduziert. Und dann irgendwann entsteht dann eben eine Allergie oder eine Lungenentzündung. Haut geht häufig auch auf die Lunge dann. Oder man hat dann nach Asthma hat man dann Arthrose noch. Oder auch Niereninsuffizienz ist ganz häufig auch eine Folge von ganz häufig verabreichten Medikamenten. Wenn man das die Organe einfach. Zum Beispiel bei Entzündungshemmern bei Katzen, das kann natürlich zu einer Niereninsuffizienz führen, weil die sind sehr empfindlich da. Also wir haben wirklich, jede dritte Katze stirbt fast an einer Niereninsuffizienz und ganz häufig ist es auch eine Folge von Entzündungshemmern, die man einfach zu oft, zu häufig, zu lange gegeben hat. Nicht falsch verstehen, wir dürfen in einer Akutsituation natürlich die Schulmedizin dazu nehmen, wenn das Leben wirklich bedroht ist. Da gehe ich auch in einer anderen Folge darauf ein. Aber wir reden hier von chronischen Geschichten und chronische Krankheiten können wir nicht mit Symptombekämpfung lösen. Das ist nicht möglich. Und ich glaube, du verstehst jetzt auch, warum. Und deswegen in unserer Praxis schauen wir wirklich die ganze Lebensgeschichte an, die ganze Krankengeschichte. Wir schauen aber nicht nur die Symptome an, sondern auch das Gemüt, den Charakter, einfach alles, was ein Tier mit sich bringt. Denn auch die Lebenskraft ist wichtig. Weil was ganz häufig die Tiermediziner nicht fragen oder nicht verstehen, wie wichtig das ist, wie war das Tier, bevor es krank war? Wie war die Energie? Was hat sich verändert, seit das Tier erkrankt ist? Ganz häufig ist es nicht nur das Symptom, das dazugekommen ist, sondern auch irgendwas, vielleicht ist er aggressiver geworden, ängstlicher, zieht sich mehr zurück, hat weniger Energie, ist kuscheliger geworden, etc. etc. Das sind alles Dinge, die sind auch wichtig, weil die zeigen uns, wo der Körper hinsteuert, was da passiert. Es sind ja verschiedene Ebenen. Und das schauen wir alles an und deswegen arbeiten wir in der Praxis mit unseren Kunden über längere Zeit zusammen, damit wir auch die Zeit haben, dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Es sind so viele Teile, die da zusammengehören und wir unterdrücken nicht einfach Symptome, sondern wir versuchen halt wirklich den Kopf zu finden oder eben die Wurzel und dann da anzufangen. Und die Symptome, die der Körper zeigt, die sind maßgebend und ganz wichtig für uns, weil sie uns den Weg zeigen und die Richtung zeigen. Denn wenn sich die Symptomatik verändert, zum Beispiel der Juckreiz war immer nachts und jetzt plötzlich kommt er nur noch am Nachmittag vor, zwischen 4 und 8 Uhr. Oder der Juckreiz hat sich jetzt verlagert nur noch in die Nacht. Oder es ist zwar Juckreiz da, aber die Haut nässt nicht mehr so oder das Haar geht nicht mehr weg. Oder der Juckreiz ist zwar noch da, aber das Tier hat wieder mehr Appetit und fängt wieder an zu spielen. Das sind Dinge, die sind für uns unglaublich wichtig, weil wir gehen entlang diesen kleinen Zeichen
Und so wie Detektive und bahnen uns so den Weg, um eben wieder die Gesundheit herzustellen. Und gerade bei Tieren, ist es unglaublich wichtig, diese Symptome zu haben für die Therapie. Weil du als Mensch, du kannst noch sprechen, du kannst sagen, ja, es juckt mich noch, aber ich halte es besser aus. Oder der Durchfall ist jetzt nicht mehr schmerzhaft, sondern erleichternd und ich habe aber nicht mehr Bauchschmerzen dabei, etc. Das sind Dinge, die kann der Mensch sagen. Tiere können das nicht. Und wir müssen diese Symptome mit dazu nehmen, um eben den Weg zu finden, dass dieser Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Und deswegen ist es auf mehreren Ebenen wichtig, dass wir die Symptome nicht unterdrücken, sondern dass wir sie nehmen als Sprache des Körpers und darauf hören, sie deuten können, mit ihm sprechen können dadurch und so die Gesundheit wiederherstellen können. Ja, und wenn dich das anspricht, dann melde dich gerne auf der Homepage. Die ist unten eingeblendet und mach ein kostenloses Erstgespräch mit uns aus und wir schauen, wie wir und ob wir dir helfen können. Und es freut mich sehr, wenn wir uns kennenlernen.